Einen kraftvolleren Auftritt gibt es selten. Das neue Audi R8 Coupé brüllt geradezu heraus, was eh schon alle wissen. Die Kiste hat sowas von Dampf. Und auch wenn man es kaum merkt, die zweite Generation des Supersportlers ist komplett neu entwickelt. Nur eins ist geblieben, der 5,2 Liter V10 Saugmotor. Ein Traumaggregat, das nach der Überarbeitung jetzt 540 PS und ein maximales Drehmoment von 540 Newtonmeter leistet. Und auch die Fahrleistungen sind atemberaubend. In nur 3,5 Sekunden geht's von 0 auf 100 und die Höchstgeschwindigkeit gibt Audi mit durchaus glaubhaften 320 km/h an. Und diese Dynamik versprüht das R8 Coupé bereits im Stand. Beim Design haben die Verantwortlichen bei Audi keine Experimente gemacht. Die Karosserie wurde nur kantiger und frischer gestaltet, ohne an den Proportionen zu rütteln. Die Lufteinlässe vorne wirken noch bedrohlicher. Silberne Applikationen sorgen darüber hinaus für den nötigen Schick. Und der setzt sich ebenso im Innenraum fort, auch wenn Sportlichkeit natürlich dominiert. Neben einem virtuellen Cockpit, das auch den Navi-Monitor ersetzt, fällt vor allem das Sportlenkrad mit kleinen Bediensatelliten ins Auge. Rennstreckenfeeling ist so garantiert. Die fließenden Formen und die hervorragende Verarbeitung beflügeln die Sinne. Der Sitzkomfort und die Kopf- und Beinfreiheit müssen reichen. Wenn man erstmal sitzt, fühlt man sich wie ein Teil des Wagens. Das Fahrwerk ist sehr straff abgestimmt und die adaptiven Dämpfer versuchen, einen gewissen Restkomfort zu retten. Aber darum geht es ja beim R8 gar nicht. Entscheidend ist, wie satt das Auto auf der Straße liegt und wie zackig er mit der Dynamiklenkung um die Kurven geht. Und das 7-Gang DSG passt prima dazu. Es kann die ganze Palette von samtweich schaltend bis blitzschnell die Gänge wechseln. Und so verhält sich der R8 auch beim ADAC-Ausweichtest. Unsere Pylonen scheinen den Spitzensportler gar nicht zu interessieren. Mühelos umfährt er die Hindernisse. Die Keramikbremsanlage für schlappe 8.900 Euro Aufpreis bringt den Boliden nach nur 33,6 Metern aus 100 km/h zum Stillstand und bleibt auch von höchster Beanspruchung unbeeindruckt. Gas geben macht beim R8 V10 natürlich trotzdem mehr Spaß. Nicht nur wegen des Kribbelns in der Magengegend, sondern auch, weil man getrost aufs Radio hören verzichten kann. Wenn man will. Der Verbrauch des Hochleistungsmotors ist allerdings auch nicht zu unterschätzen. Mit Durchschnittswerten deutlich über 10 Liter Super Plus pro 100 Kilometer muss man rechnen. Das ist der Preis für das besondere Fahrerlebnis. Fahrspaß und Ökonomie lassen sich eben schwer verbinden. Dafür bekommt man mit dem Audi R8 V10 einen Vollblutsportwagen mit hervorragender Leistung und Traktion dank Allradantrieb. Der Grundpreis liegt bei 166.000 Euro. Das Besondere war noch nie ganz billig.